Die Wette wird in dieser Folge geschafft. Da bin ich mir sicher, das Zeitfahren wirkt gar nicht so knifflig, aber es muss halt erstmal geschafft werden. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Die sehen alle so trocken, so. Sei so lieb und gib Gas. Warum die Eile? Einfach nur, weil ich es sage. Fahr los. So unlebendig aus, die Charaktere, wenn die irgendwo langlaufen, genauso wie die Navarro. So, an den 200 Meter Drift denken, wenn ich eine gute Kurve sehe, damit wir das schnell hinter uns haben. So, hier vielleicht. Jetzt komme ich hier nicht gut rum. Na, geschafft. Gut. Das Quasseldeck kam dann natürlich wieder nicht, weil wir einen Neustart gemacht haben. Wenn ich es mir aussuchen würde, wollen könnte. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, sollen die lieber ihre Texte hier wiederholen, anstatt irgendwelche Zwischensequenzen vorher immer und immer wieder zu sehen. Einiges kann man überspringen, einiges aber nicht. Aber je öfter man den gleichen Text hier hört, desto mehr Informationen kriegst du vielleicht raus. Und desto eher kommt dir vielleicht irgendwie so im Nebengedanken zwischen den Zellen noch was anderes in den Sinn, was auf einmal Sinn ergibt. Zeit ist gerade überhaupt kein Thema. Ich hoffe, es kommen wieder neue Dialoge, wenn wir einen Stand bei dem Rennen erreicht haben, wo wir vorher noch nicht waren. Also Neuland. Aber hier geht's gleich runter. Puh. Diesmal liegen wir sehr gut in der Zeit. Vom Gefühl her. Nicht drauf geachtet bei den einzelnen Checkpunkten. Bei den einzelnen Speicherpunkten. Der Go habe ich vorhin dick versaut, weil, ja. Das war noch schlimmer. Bin dagegen gerasselt. Dafür sah es cool aus. Und wir haben Gummi verbraten. So, jetzt wieder zeiteffizient fahren. Auf jeden Fall auf der Strecke bleiben. Auf der Straße, ey. Du schaffst die Zeit, Miller. Wie kommst du darauf? Bitte. Das ist leichter als Kartenzählen. Wir hatten da einen blinden Passagier dabei, der nicht bezahlt hat. Das gibt einen dicken Strafzettel, 500.000. Damit wir das ganze Geld wieder reinbekommen, was wir jetzt zuletzt fleißig investiert haben in die Autos. Ich sollte wieder mehr Nebenkram machen, wie Köderkisten. 5 Stück wären wieder 100.000 zusammen. Ich meine, wir nagen gerade nicht am Hungertuch, aber so ein schönes Polster. Ist schon noch sehr beruhigend. Ah, die Sonne steht aber gerade tief. Ich gebe auch gerade kein Nitro, obwohl die Strecke eigentlich ganz gut ist. Jetzt. Oh ne, Dreck. Oh, und Auto. Kaum gebe ich Nitro, rassle ich wieder wo rein. Oh, nein, doch nicht. 30 Sekunden über. 4 Kilometer noch. Dennoch bin ich besser als vorhin, sagt nur mein Gefühl. Parkendes Auto nehme ich diesmal nicht mit. Weil daran sind wir schon längst vorbei. Nein. Oh. Kein blöder Winkel. Sodass wir uns nicht überschlagen haben. 26 Sekunden. Ne, hier war die Stelle, wo ich das parkende Auto erwischt habe. Hier sind wir vorhin gescheitert. Jetzt haben wir fast 20 Sekunden, dann sagen wir 15 über. 500 Meter. Oh Mann, das war so knapp vom Ziel.
Scheiße. 15 Sekunden. Ich wollte schön quer durchs Ziel kommen, aber nee. Hier ist das Ziel erst. Du hast verloren. Das muss auch was erzählen. Über 30.000. Leider bremsen. Aber es geht schlimmer. Oh nö, es kostet Nitro. Und gar nicht mal so wenig. Wie viel PS bringt das? 9 noch, nö. Dass man das nicht selbst umschalten kann. Die Anzeige da. Oder geht das doch? Bloß die Taste wird in der Legende nicht angezeigt. Hältst du dein Wort? Ja. Vergoldete G-Klasse Carnival Casino. Eine G-Klasse? Der Mann weiß genau, was er will. Freut mich, dass du zufrieden bist, Jessica. Ist das ein Mercedes? Klingt ja nicht toll. Jess? Wie war das Gespräch mit Marcus? Wieso weißt du immer, was ich mache? Hat Weir etwas über mich gesagt? Nur, dass er nicht weiß, wer du bist und dass ihn das nervt. Gut, komm zu mir. Ich glaube, ich weiß, wohin das Haus diese Prototypen-Tech bringt. Interessiert? Vielleicht. Wohin? Der Collector präsentiert sie am Fortune Valley Day in einem Casino. Die Show läuft nur einen Tag. Du bist der Beste. Der Beste? Bei dieser Driftzone, die ganz enge. Boah, ich nehme kein Auto mit, was ist das denn? Soweit. Also, wir haben da Überwachung, Kuriermission. 260, auch so langsam knapp, nur noch 37 Punkte Vorsprung. Das Haus fliegt einen VIP aus Übersee ein. Sammle Informationen über das Haus, um herauszufinden, um wen es sich handelt und finde eine Möglichkeit, ihm als persönliche Fahrerin zugeteilt zu werden. Gucken, ob das gelingt. Trifft 20 Objekte. Klingt jetzt nicht so schlimm. Außer das Rennen geht 500 Meter. Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Haus und hör sie ab. Claro. Die Stimme von der Brokerin klingt nicht genauso, aber irgendwie anders verstellt wie die Stimme von Emma aus F1 2000 und 17, 18, 19. Wobei, sie war schon 2016, da weiß ich gar nicht. Egal. Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind wir. Oh. Voll entgegen. Nur abhören. Kein Auto hier, wir sollen bloß lauschen. Ich muss meinen Wagen nicht ausrichten. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal. Sorg dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Kollektor den Kopf ab. Mehr und mehr Informationen bekommen. Rum. Kann ich nicht einfach hinten rumfahren? Ich hau lieber ab, bevor mich jemand bemerkt. Nee, das ist unterirdisch. Okay, ich lass es sein. 18 Objekte noch. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fahr zu den anderen Überwachungspunkten. Nein, 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 Kurve, komm schon.
hier war das schon. Oh, im Tunnel. Scheiße. Oh Mann. Das geht schon mal. Oh, das sah gerade cool aus. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königsegg nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Wie cool das hier im Tunnel klingt. Also auch der Funk. Ach du Kacke, das schaffe ich doch niemals. Ich könnte erstmal oben rumfahren. Vielleicht schaffe ich das aber niemals. 40 Sekunden, das wird knackig, glaube ich. Hier fahre ich nichts mehr. Also weiter. Auf die Objekte achte ich jetzt nicht. Ich nehme die einfach. Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Noch etwas? Mehr habe ich nicht, aber ist dem Haus enorm wichtig. Sekunden, das wird zu knapp. Meckack-Geldtransporter, Mann, du kostest Zeit und Geld. 400 Meter, scheiße, der war entscheidend. Geht zwar eh nicht wirklich schneller, aber hey. Hauptsache Neustadt, dann verliere ich kein Geld, weil ich die Nebenwerte nicht geschafft habe. Dann muss ich denken, wenn ich die Nebenwerte am Laufen habe, dass ich selbst neu starte. Kann ich Eingabetaste drücken? Miller. Ich will, hier passiert was. So und dann doch. Ich muss in der Zeit bleiben. Na sowas. km/h hatte ich noch auf dem Tacho. Okay, ich bin da. Kommt eh nichts, weil das kennen wir schon, dann kann ich sauber springen. Okay, bring. Wir sind hinter uns. Elysium Area. Areal. Elysium. Hat ja was von Mirror's Edge Catalyst. So, im Tunnel stehen bleiben. Gleich mal umdrehen. Das sieht so cool aus. Okay, die Uhr tickt. Tick, zack. Tick, zack. Fahr wieder oben lang. Ach so, doch, fahr ich schon. 56 Sekunden mehr ZS vorhin. Das war ein Kinderspiel. Diesmal kein Geldwagen mitnehmen. Schöner Drift. Blub. Das Auto steht ungünstig. Das musste mitgenommen werden, keine Ahnung warum. Wo fahre ich denn diesmal lang? Okay, jetzt muss ich mal wieder auf die Karte schauen. Die Route ging nicht gut, 10 Sekunden, es wird zwar winkel, das wird doch wieder nichts. Den Checkpoint geschafft, aber jetzt wird es gleich Brühe, oder? Okay, hören wir mal rein. Die Kleine, die neulich für eine Vero fuhr, ist sie verfügbar? Glaube schon. Ich brauche sie als Backup, falls aus Plan A nichts wird. Jetzt müssen wir Plan A noch dingfest machen. So, habe ich die jetzt so gut gelegt, dass die Punkte jetzt gut zu erreichen sind? 28 Sekunden klingt also machbar. Alles klar. Nein, falsch. Ich bin die Reservechauffeurin für diesen VIP. Wer steht vor dir? Weiß ich nicht. Dann fahr zum nächsten Überwachungspunkt. Wenn wir wissen, wer es ist, könnten wir für einen kleinen Zwischenfall sorgen. 13 Sekunden. Was? Okay, dann höre ich mal zu. Möchten wir es gerammt haben, oder? Unterwegs. Bereiten Sie alles für seine Ankunft vor. Natürlich. Wir behandeln ihn wie einen König. Er ist weit mehr als das, Lina.
Er ist die Zukunft, verstehen Sie? Was macht ein Jester? Eigentlich keine Zeit dafür. Okay. 10 Sekunden. Ach du Kacke. Ernsthaft? Ja, ernsthaft? Das ist Linas Boss. Das sieht aus. Scheiße. Ich muss es neu starten. Fotomodus, wo war der nochmal? Oh Mann. Deswegen wohl dieses Was von Jesse ist durchs Dach gegangen. Miller. Unser Name. Wieso kriege ich immer nur schräge Jobs? Da richtet uns schon selbst gut aus, der Herr. Uns zurecht, Rücker. Das ist der Ort. Hier kommt eh nix. An die Arbeit. Für den Fall der Fälle, wenn ich mir unsicher bin, wo ich lang muss. Dass ich noch Plan B habe. Hoppala. Oh Gott, zu früh, scheiße. Warum muss ich mich überhaupt drehen? Oh nö. 55 km/h. So, da wären wir. Soll ich doch eine andere Route einschlagen? Das sieht verdammt weit weg aus. Aber ich krieg den letzten dann halt nicht hin. 52 Sekunden. Das waren vorhin 4 Sekunden mehr, meine ich. Muss ich die woanders rausholen. Die Kurve ist so geil. Dann hätte er einbiegen sollen. Das sind am Ende wertvolle Sekunden, die ich hier gerade liegen lasse. Wo ich hier vorhin lang gefahren bin. 10 Sekunden wieder. Diesmal noch weniger Zeit als vorhin. Verdammt, was ist los mit mir? Knappe 3 Sekunden, oh Mann. Und bei dem Sprint zum nächsten Punkt war ich ja gar nicht mal so schlecht, meine ich. Na, Kackauto, du. Kann ich gleich neu starten. Das mit den Objekten lasse ich jetzt auch. Am Ende scheitert das noch, weil ich am Ende zu sehr diese 1-2 Objekte mitzunehmen, die mir noch fehlen. Jetzt habe ich ganz viele mitgenommen. Komm, bleib stehen. Oh ne, die Heckklappe ist offen. Hier bin ich richtig. Wie lange das dauert, bis man überspringen kann? Der Anfang ist gemacht. Auf der Streckenkarte war gerade was anderes eingezeichnet. Hier bin ich vorhin auch viel besser umgedriftet. Mist, Mist, Mist. Wir müssen hier immer umdrehen, dann ist es wohl ein Wink. Mit Fahr woanders lang.
ich das mal. Knappe Minute. Den Weg wieder zurück. Jetzt hier rumschlingeln. Soweit ich weiß, hier auf die Brücke. Ja, laut Karte, ja. Hier war kein Checkpoint, der wollte uns ernsthaft im Verkehr schicken. Als Street Racer. Sekunden. Böse Biegung, komme ich da nicht anders ran? Ich fahre jetzt mal nach der Linie. 13 Sekunden. Jetzt wird's scheiße eng. Verdammt nochmal, sagt er. Das ist die Stelle. Hier waren wir aber schon mal. Fußgänger überfahren. Okay, hätte auch so rum einfahren können. Mann! Beim Kreisverkehr habe ich noch meinen eigenen Weg genommen und jetzt hier mich verarschen lassen. Ob ich hier auch gerade ausfahren könnte? Scheiße! Nein! Doch mal auf die Straße, Karte schauen. So, jetzt nicht wieder durchs Dach gehen. Umlenken hier ist einfach schädlich. Da wären wir. Das werde ich nochmal fahren müssen, weil die Zeit ist gleich weg. 6 Sekunden. Muss ein Tag zulegen. Die Biegung hier, das war mit entscheidend. Hätten wir es vielleicht geschafft, okay. Wir müssen es nochmal probieren und zwar in der nächsten Folge. Und ich denke mal, das passt auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.